Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hopfer mit dem Kellerkind. So, wir wollen mal wieder unsere Fahrzeuge in Gang bringen. Der war beim Ansehen. Hat er noch ein bisschen was drin hier? Er steht drauf. Dann können wir dann noch einfach starten. Jawohl. Das passt. Sowohl, glaube ich, jetzt bei der längsten Bahn. Na, weiter geht's. Der Drescher wartet hier noch. Wir können noch mal schauen, ob irgendwas mittlerweile fertig geworden ist. So, nein, noch nichts. Was auf normal. Können wir ein bisschen schneller machen. So, der, wie viel hast du noch drauf? Also für zwei Ladungen reicht es noch. Und hier habe ich noch ein bisschen Holz gemacht. Da passt aber noch, ja, ein, zwei Stämme passen aber noch drauf. Die werden wir uns nochmal hier ein bisschen fällen. Vielleicht die beiden hier vorne. Ne? Wieder so ein komischer Baum, den ich fällen will. Wie gesagt, ich lenke die auf 12 Meter ab. So, ungefähr 12 Meter. So, und der eine noch. Ja, der fällt super gut. Mal schon mal ablenken, wie lange er ist. Gut, drei Stücke raus. So, das wäre die LKW-Ladung. Können wir ausmachen.
Na, die Kette schon mal anmachen. Wo bist denn hier unterbrochen? Hier vorne. Einmal da. Einmal da. Doch nicht. Dann machen wir den nochmal los. So, jetzt. Dann können wir den hier auch nochmal anschließen. So. Den nehmen wir auch gleich mit. Beim LKW gucken, ob er noch auf Beladen steht. Ja, da sind sie da drauf. Einmal Shift B und dann sind die Ketten alle ab. Dann haben wir ja hier noch so zwei Stückchen, kleinere Stückchen. Da vorne liegt auch noch ein bisschen was. Wenn ich nicht aussteigen, zu nah am LKW. So, dann machen wir den nochmal fest und ziehen noch ein bisschen. Ja, dürfte er auch oben sein. So kleinere Stückchen. Scheint auch noch ein etwas dickerer zu sein hier hinten. Was wir grau drauf kriegen, kriegen wir drauf.
Die Sämaschine ist ja noch nicht leer. Zeigt er uns auf jeden Fall noch nicht an. Und dann können wir ja auch mal letztes Stückchen hier unten. Da liegt auch noch was. Also kleinere Stückchen sind das. Ah, was jetzt? Ich kann fliegen. Nehmen wir den auch mal mit. So schnell kratzelt man einen Baum hoch. Bisschen kürzer nehmen alles. Stellen wir uns hier wieder an der Seite, dass wir aussteigen können und hängen die beiden an. Na, jetzt ist nur einer drauf gekommen. Und dann soll es auch von hier gewesen sein. Da hat der Zerhacker auch wieder was zu arbeiten. Und dann müssen wir nur noch zusehen, dass der Heile zum Sägewerk kommt. Es war jetzt nicht ganz so weit. War doch schon eine Strecke. Machen wir mal neu drum, die Gurte. Und ab zum Sägewerk. Vorsichtig. Ach, da ist die Sämaschine, die aufgefüllt werden muss. Die muss hier aber noch einen Moment gedulden. Gut, dass wir hier so eine gerade Strecke zum Reinfahren haben. Jetzt schauen wir mal. Linke Seite ist nicht richtig, rechte Seite ist richtiger. Jetzt können wir
Oh, geht alles rein. Schauen wir mal, wie viel haben wir jetzt reingefahren? Er war ja leer. Ja. 250.000. Ja, zur Hälfte gefüllt mit der Ladung. Gut, das wird auch alles durchgehen. 500.000 hat er ja Kapazität. Gut, hier sind auch schon drei Paletten fertig, also schön. Und jetzt gehen wir mal zur Sämaschine. Lappe wieder drauf. Abmarsch zurück. Na, ist so ein Stück. Ob wir da mit den zwei Ladungen hinkommen? Ich bezweifle es, glaube ich. So, er macht weiter, wo er aufgehört hat. Schön. Ja, hier sind noch 1000, also 400. Dann können wir, glaube ich, erstmal hier runterfahren. Irgendwo. Da läuft der Zacker auch an, wo er uns nicht im Weg steht. Ich glaube hier hinten. Da brauchen wir eigentlich nur noch mit dem Gabelstapler durch, um Hackschnitzel von hier hinten nach da vorne zu transportieren. Da wird uns der LKW hier nicht stören. Setzen wir gleich auch mal auf Sperren, damit wir da nicht laufend reintippen. Wir haben ja immer noch hier den Gabelstapler. Und da ist er schon. Ja, die vierte Palette nicht schon langsam fertig hier beim Sägewerk. Oh, 500 fehlen, ne? Sieht aber doch voll aus. Hackschnitzelbunker haben wir ja komplett leer gemacht letztes Mal. Quält sich den Berg hier hoch.
So. Ja, ich habe ja letzte Mal den Fehler gemacht oder schon davor. Wollte Teer wieder verkaufen. Hab auch 15.000 im Hänger drin. Aber der Teerpreis erholt sich überhaupt nicht. Alles rot. Dich können wir mal wieder zurückschicken. Oder können wir selber zurückfahren? Mir hatte man auch in den Kommentaren geschrieben, dass es ja noch ein zweites Palettenwerk gibt, dass das in Otterbach zu klein wäre. Wo war das? Ich meine, es wäre bei Rheinsberg gewesen. Muss ich aber noch mal schauen. Einmal auf die Karte vielleicht. Die Anzeige ist blöd. Zu bunt ist. Ich meine, in Rheinsberg wäre das gewesen. Das wollen wir in der nächsten Woche mal mit im Cosplay-Kurs mit aufnehmen. Wenigstens. Weil die Bretterpaletten dauern ja noch ein bisschen und dann wollen wir die vier Paletten als nächstes mal in diesen Palettenwerk reinbringen. Ich hatte mich ja damals für das andere entschieden, jetzt nicht von der Größe her, aber eben da gab es noch Hackschnitzel. Aber die Hackschnitzel sind ja auch überschaubar, die man bekommt. Also in dem Sinne, zur nächsten Folge wieder hier auf der Hauptfach mit dem Kellerkind. Ciao, ciao!